Wunderbar, Leute. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest. Ich will das nicht immer sagen. Auf jeden Fall wollen wir jetzt mal wieder Sheik besuchen, denn wir können ihr freudestrahlend erklären, yeah, wir haben das erste Achievement als Erwachsener bekommen. Und da sollten wir uns ja nochmal bei ihr melden. Oder auch nicht, auf jeden Fall. Ich will mir nur schnell das Lied abholen, was es hier gibt. Ah, sehr schön, das Achievement von Salia, sehr, sehr gut. Vielleicht bist du wirklich der wahre Held. Und jetzt fehlen bloß noch die anderen Achievements. Und damit du eine Abkürzung hast, so immer wieder herzukommen, bringe ich dir ein Lied bei. Übrigens kannst du zum Kind und zum Erwachsenen werden, indem du einfach das Schwert wieder reinsteckst. Wie das geht? Tja, Magic ist einfach Magic. Okay. Die Kantate des Lichts, auch voll schön. Bam, 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 bam. So, geil. Zack, zack. Richtig cool, Mann. Super klasse, ey. Alles klar. Und Link guckt wieder als komisch über die Ocarina hinweg. Alles klar, danke, Sheik. Und jetzt, tja, wir werden uns eigentlich, vielleicht sehen wir uns heute in diesem Part schon wieder, Marcel. Echt? Ja, aber nur, wenn du zum Todesberg gehst. Autsch. Könnte echt sein, Leute, vielleicht hat Sheik recht. Na, wir schauen mal. So, zum Kind will ich natürlich erstmal nicht wieder werden. Nee, nee. Nein, das will ich nicht, Mann. Wo ist überhaupt der olle Sheikastein mit seinen ganzen Hinweisen und Tipps? Wo ist denn der überhaupt? Ist der... Ach, guck mal, gibst du den Master Quest gar nicht? Weil hier ist doch eigentlich so, und ihr wisst schon, um das Spiel ein bisschen noch für Neulinge zugänglicher zu machen, gab es da so einen komischen... Ah, ich glaube, den haben sie im Master Quest nicht drin. Fällt mir jetzt erst auf. Ein Master Quest 3D, sagen wir mal so. Nee, da gab es ja diesen komischen Sheikastein, da konntest du reinkrabbeln und der hat dir dann Visionen gezeigt von Stellen im Spiel, falls du nicht weiterkommen solltest. Und deswegen, ja, sowas hätte in Master Quest echt mal sein müssen, aber nee, 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 kommst du in Master Quest nicht weiter? Tja. Dann musst du wohl Let's Player kurz gucken, wie der das macht. Aber okay. Mann, du Scheißfee, Mann! Okay. Hab aber Angst vor denen. Deswegen bin ich mal so ein bisschen angriffslustig, ne? Okay, also ich habe einen Geist schon gefangen. Sehr cool. Wenn ich irgendwann dann wirklich alle Flaschen holen möchte, muss ich bloß noch dreimal in die Steppe hinausreiten und dreimal drei Geister fangen. Sehr schön. Aber erstmal nicht. So, Tauschquest haben wir soweit abgeschlossen, dass ich das zerbrochene Bigoron-Schwert habe. Bam, 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 bam. Was auch sehr cool ist, aber jetzt erstmal, ja. Jetzt geht's erstmal ab. Zu den Goronen. Wow, die haben nämlich auch, Fahrt nach Kakariko. Nein, die haben natürlich auch inzwischen übelste Probleme bekommen. Und ja, auch, ich werde, denke ich mal, alles so machen, dass ich schon die, das Lied bekomme, um zum Todesberg mich zu warpen. Allerdings echt erst das Bigoron-Schwert holen. Echt erst die Tauschquest, die will ich machen, die muss ich einfach machen, das geht ja nicht anders. Und deswegen, so, tüp, tüp, tüp. Hallo liebe Dorfbewohner, alles klar bei euch? Oh, ho, ho, ho. Ne, halt, das war ja falsches Spiel. Die lachen ja, die beiden Brüder lachen ja gar nicht hier so. Die lachen ja erst in, Majora's Mask, so. Okay. So, keine Wache, die uns stört und irgendwie gibt es hier auch gar keinen Zaun mehr. Irgendwie, ja, vielleicht sind auch über die... Warum ist hier kein Zaun mehr? Ja doch, vielleicht ist der Bus nicht eingefahren oder sowas. Vielleicht sind über die Jahre hinweg auch die Sicherheitsvorkehrungen ein bisschen lascher. Ich glaube auch vor der eigentlichen Stadt steht okay, der Wache, ne? Oder die sind alle getötet worden, kann auch sein. Es gibt keine Wachen mehr aus Hyrule. Klingt ein bisschen hart, ne? So. Hier muss man schön aufpassen bei den... Ihr kommt jetzt erstmal einfach mega Steine runtergerollt. Ja, klasse, ey. Okay. So, oh Gott, wir müssen nicht mehr... Wir müssen nicht mehr in die Höhle rein. In Original hätten wir reingemusst, ne? In Original gibt es da noch ein paar Skulpturas. Habe ich ja schon erzählt, aber nicht in Master Quest. Hier geht alles schön in einem Ruck zu erledigen. Mann, Navi, was ist denn? Erzähl den Leuten noch nicht immer so ein Quatsch. Okay, gut. Der Navi brüllt hier richtig rum immer. Hey, listen! Hey, hör mir zu! Ein bisschen Aufmerksamkeitsgeil, wa? Na gut, egal. So, und wenn wir den Stahlhammer haben aus dem zweiten Dungeon, aus dem Feuer-Dungeon, dann glaube ich sogar, ist, können wir hier, glaube ich, auch zwei Skulpturas gleich holen. Richtig nice. So. Aber warte mal, erstmal kann ich ja hier eine holen, stimmt ja. So, Moment. Dumm. Wow. Ja. Kriegt die so erwischt, wartet mal. Verdammt. Wie kriegt die denn erwischt? Hängt auf jeden Fall eine dran, ne?
Na toll, ich probier's mal mit Bomben. Die guten Bomben. Da richtig geil. So. Yeah! Alter, wie cool, Mann. So. Und jetzt hol ich sie schnell. So, ihr merkt schon, ja, die Goronenstadt ist ein bisschen gefährlich. Nee, ist ein bisschen ausgestorben, möchte ich mal meinen. Ach, Mann. Nee, okay, wartet. Ich brauch das. Ich brauch die Skull, die. Anders geht's nicht. So, und hier rollt jetzt tatsächlich bloß noch ein kleiner Gorone rum. Ein ganz, ganz kleiner. Weil alle anderen sind... Naja, ich weiß nicht, hoffentlich sind sie nicht tot. Au, je. So, Skulti. Okay, okay. Bam, bam, badam. Nee, da wollen wir nicht rein. Zum Kokiri-Wald wollen wir nicht. Da gibt es zwar auch noch ein paar Skultis, aber nö. Nö, Mann. Badabam, bam. So. Halten wir erstmal den kleinen Stüppi hier auf. So, wo ist denn der jetzt überhaupt? Wo rollt er? Ich musste wissen. So, hier könnten wir uns für 200 Dollar... Dollar vor allen Dingen. Für 200 Rubies könnten wir uns hier, glaube ich, ja, ein Fake-Bigoron-Schwert holen. Ist doch geil, oder? Ich zeige euch das mal. Oh, oh. Bam, bam. So. Badam. Badam, bam, bam, badam. War der hier? Ich glaube, ja, der hat sich hier voll eingemauert. Keine Ahnung, warum. Dum, bum. Dum, bum. Oh, Doppelmauer, ey. Also eigentlich Triple-Mauer, aber egal. Dum, badam, bam. Alter, wer bist denn du, Mann? Alter, ich hab ne Waffe fertig gemacht, Mann. Wie wär's damit? 200 Rubies? Möchtest du vielleicht diese Waffe für 200 Rubies kaufen? Es ist ein Let's Play. Klar, Mann. Boah, wie geil. Das Langschwert. Schwinge es mit B. Verwendest du es, kannst du deinen Schild nicht einsetzen. Cool. Ja, mein Bruder ist ein weltberühmter Klickenschmied. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich so gut und robuste Waffen schmieden kann wie er. Mein Bruder ist übrigens genauso fett. Nee, der ist noch größerer, der größer als ich. Tja, Leute, haben wir schön 200 Rubine in den Sand gesetzt, ja. Denn jetzt ist absolut nichts wert. Und das Schwert geht kaputt. Ich kann es zwar echt halt jetzt hier... Oh, richtig geil. Langschwert. Führst du dieses Schwert, kannst du dein Schild nicht verwenden. Okay, alles ganz normal. Ja, ja, ja. Ach, Mist, ihr kennt mir von... Alter, das sieht immer so geil aus, ey. Sieht das eigentlich anders aus in, von der Scheide her? Ich glaube nicht. Yeah, richtig nice. Oh, wer kommt denn da? Na, wer ist denn da? Ups. Yeah, das war cool. Habt ihr das gesehen? Wie konnte es dir gelingen, Mann? Du bist einer von Gandalfs Stinkies. Höre meinen Namen, ich bin Marcel. Hey, du heißt ja genauso wie ich. Was? Du bist auch Marcel? Du bist der legendäre Dodongo-Jäger, Mann. Der legendäre Challenger. Ja, du musst uns unbedingt helfen. Wir sind voll am Arsch. Ein fetter, dicker Drache kam hier an und hat alle... Also eigentlich hat Gandalf alle Bewohner hier außer mich und den Dicken da drinnen in den Feuertempel gebracht und eingesperrt. Sogar mein Vater. Du solltest ihn beruhigen. Sag etwas, was cool ist. Über den Drachen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvaga in den Höhlen dieses Berges. Dieser Drachenkreatur wütete auf grausamste Art und sie fraß Goron bei lebendigem Leib. Und davor habt ihr jetzt Schiss oder was? Ich hab so eine Angst vor den Drachen. Nur ein Hammer konnte ihn besiegen, sonst nix. Mann, ey. Was? Ihr habt Schiss vor einem Feuerdrachen? Ey, da hinten, ein paar Meter weiter, ihr habt es bestimmt gerade gehört beim Reden, ist ein mega fetter Gorone. Der erzählt, er hat noch einen dicken Bruder. Alter, wenn die ein Tech-Team machen, der kann der Drache einpacken. Warum habt ihr so einen Schiss? Was ist denn mit den Goronen? Ja, ich weiß, die Goronen sind ganz schöne Jammerlappen. Aber wir trauen uns einfach nicht. Wir haben uns einfach gefangen nehmen lassen. Außer die beiden Dicken, die haben sie nicht in den Tempel gekriegt. Die haben sich durch die Tür durchgepasst. Ach, Mann, was soll ich machen? Oh. Dankeschön. Ja, das ist das Einzige, was ich machen kann. Dich neu einkleiden. Deine grüne Farbe ist übelst aus der Mode. Und ich mache dir noch die Läden auf. Dankeschön. Dam, bam, bam. So, also Leute, das ist echt, also, das ist wirklich, also erstmal muss ich echt mal fragen, wie zur Hölle haben die dich hier echt eingemauert? Obwohl, vielleicht ist hinter ihm ist bestimmt ein Ausgang, dass das einfach nur so durchzwängt. Warum hast du nichts gemacht, um deinem Volk zu helfen? Was ist denn mit dir? Oh, Mann, ey. Also, unfassbar, oder? Ey, Leute, ganz ehrlich, wenn der Drache hochfliegt, dann macht der Typ einfach mal einen langen Arm, packt ihn am Schwanz, zieht ihn runter und setzt sich einfach rauf. Der ist der Typ tot, der Drache. Also ich weiß nicht, die Goronen irgendwie... Ich weiß, die sind ja nicht unbedingt das kriegsliebendste Volk, ne? Aber bitte, also... Das geht ja wohl nicht. Jetzt sind wir wieder bei Darunias Haus und hier ist ganz geheim ein Eingang versteckt, den man auch schon hätte früher nutzen können. Allerdings stand Darunia die ganze Zeit davor.
Und da war dann kein Vorbeikommen. Und tatsächlich hat Sheik recht, wir werden sie nochmal heute sehen. Oh, und Marcel, in dieser Höhle herrscht eine extreme Hitze. Na und? Da muss wohl sie so ein Waschlappen sein. Oh Gott, aber warte mal, jetzt hast du recht. Jetzt, wo du sagst. So, okay. Wow, sehen wir cool aus, Mann. Das ist ein sehr, sehr schönes Rot geworden. So. Moment mal, ich glaube, wartet mal. Ich gehe, glaube ich, zuerst mal... Oh Gott, geht das überhaupt? Ich glaube, ja. Ist das hier ein normaler Stein? Weil ich will nämlich zuerst nach oben. Weil da ist ja die nächste Tauschquest, ne? Ach nee, komm, dann hole ich doch erstmal das Lied. Und gehe nochmal zurück, denn... Dann erwartet nämlich uns schon der zweite Dungeon bald. Aber erst nach der Tauschquest. Hui! Okay. So. Und da ist die Alte. Der Alte. So. Da, da. Wahre Freundschaft herrscht ewig lange. Selbst bei den Gurun. Ja. Außer wenn sie in Gefahr sind, denn... Scheiße sich ein, oder was? Der Bolero des Feuers. Leute, ganz im Ernst, was ist denn mit den Goronen los? Wir sehen halt gleich noch den anderen dicken Goronen, ja? Und der hat... Die haben nichts gemacht. Ich meine, wie ist das abgelaufen, ne? Also, hier gesagt, Gandalfs Leute kamen und haben alle Goronen in den Feuertempel verschleppt. Wie zur Hölle haben die das gemacht? Ein Gorone, der ist aus Stein. Und bestimmt berühmt ins Schwer. Wenn der war ausholt, bist du am Arsch. Also... Ich verstehe das einfach nicht, was soll ich tun? Cool, ein weiterer Warp-Song. Freust du dich? So. Danke, Sheik. Marcel, wir werden uns wiedersehen. Und du wirst die Geschichte verstehen. Alter. Feuermage. So. Alles klar. Vielleicht, Leute, sind die Goronen einfach auch nur leichtgläubig, ja? Wenn ich ein Gorone wäre, ja? Und man erzählt mir, es gibt eine Kreatur, die mich bei lebendigem Leibe verschlucken kann. Da würde ich ja sagen, wie bitte, was? Der frisst Steine? Also, die müssen ihm doch im Hals stecken bleiben. Was ist denn da los? Naja, ich glaube, die Goronen sind, auch wenn sie so cool sind, ich glaube, sie sind sehr naiv. Ja, und naja, haben jetzt wirklich einen Plan. Stell dich mal vor, die würden sich strategisch organisieren. Diese Steinmampfer. Ach, was rede ich? So, ich gucke jetzt mal schnell, ob das hier ein normaler Bombenstein war. Oder ob ich dafür einen Hammer brauche, aber ich müsste trotzdem dran vorbeikommen. Jedenfalls war es im Original so. Hm, na toll. Ich glaube, ich musste einfach bloß... Ja. Jawohl. Okay. Toll, war. Wer auch immer den Stein da platziert hat, irgendwie... Fail. So, hier ist nur eine normale Höhle drin. Nee, ist gar nichts drin. So, ich will ja bloß hier hoch... Ah, hier ist er ja schon. Da-da-dam. So, Leute, jetzt sehen wir halt gleich, ihr habt ja alle Volvagia, den Boss des Feuerdungeons, im Kopf, ne? Und jetzt sehen wir einfach gleich einen Typen, der einfach doppelt so groß ist. Und zwar, spiegelverkehrt, und zwar hier. Hallo. Alter! Hm? Aua, meine Augen. Typi, was? Oh, ich konnte nichts sehen. Ich wollte fragen, warum hast du zugelassen, dass deine ganzen Brüder und Schwestern einfach den Feuertempel verschleppt? Nein, ich hab was in den Augen gekriegt. Ich bin eine kleine Mimose. Okay, vielleicht kannst du wenigstens hiermit was anfangen. Helf uns mal bei der Quest. Zweifelsohne eine Waffe aus meiner Schmiede. Ich würde es reparieren, aber aua, aua, meine Augen. Geh bitte zu König Sora. Na okay, ein Rezept. Alles klar. Oh Gott. Ey, guck mal, ey, der könnte den Drachen voll fertig machen. Er kann ihn zerquetschen. Boah, der Kopf von dem Drachen ist so groß wie seine Hand. Da kann er einfach zudrücken und brav, ist ein bisschen eklig, spritzt nur ein bisschen. Aber trotzdem. So, okay, ja, hier bin ich jetzt mal wieder weg. Was ist da die beste Möglichkeit? Wie gesagt, ich mache jetzt schön die Quest noch weiter. Oder gibt es im Feuertempel so viele Stahlforce-Ritter? Ach naja. Vielleicht mach ich doch den Dungeon schon. Ich weiß da auch nicht. Ich habe ja jetzt mein schönes Langschwert, das reicht ja vielleicht erstmal aus. Also ich weiß, dass es im Original Stahlforce-Ritter gab. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wie die im Master Quest Dungeon verteilt waren. Ach, ist alles schwierig, ey. Schwierig, schwierig. Ich habe zwei Feen, naja gut. Vielleicht habe ich hier noch irgendwas drinnen hier in der Höhle. Feenmäßiges. Oder es geht erst gar nicht auf. Was? Das ist doch normaler Stein. Hör doch auf, Mann. Jawohl, sag ich doch. Und ui. Ja, dann gehen wir trotzdem schon mal in den Dungeon. So, na toll. Hier ist nichts. Ich krieg bloß ein bisschen Geld wieder zurück von dem Langschwert, was ich mir geholt habe. Und... Oh, eine Bombe. Okay, es sind doch nur Bomben. Na gut.
Na gut, Leute, dann machen wir die Tauschkosten, haben wir jetzt schon gut weiter vorangetrieben. Dann mag ich es einfach mal weiter ohne das. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Ich werde das hoffentlich nicht bereuen. Da, 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 da. Ach komm, ich kann jetzt einfach, warte mal, ich bin mich einfach mal da runter. Ich habe keinen Bock, jetzt da hinzulatschen. Also einfach dup, 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 yeah. Richtig nice. Obwohl, warte mal, da fällt mir ein. Da fällt mir jetzt ein wegen der Vogelscheuchenpolka. Ich glaube, die brauche ich aber nicht, glaube ich. Ich glaube, die Vogelscheuchenpolka braucht ich wirklich nur im Original für eine Skulti. Hier muss man ja mitunter. So, ja, da hingehen, glaube ich. Hoffe ich. Na, wenn nicht, müssen wir nochmal zurückrennen. So. Keine Ahnung, ob ich das irgendwie alles so richtig schön jetzt hier. Schön fließend mache und alles schön nach einer Reihenfolge, die möglichst kurz ist oder so. Weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal. Okay. So. Oh, oh, okay. So, Leute. Seid ihr bereit für Dungeon Nummer 2? Der Feuertempel. Toll, auch keine Transition, aber ist okay. So, und das war ja auch richtig lustig. Ah, doch! Autsch! Okay, hab ich gleich verarschen lassen. Das ist nicht schlecht, ne? Ist okay. So. Ba, ba, bum. Genau, das war ja ganz komisch, ey. Die Sachen, die man jetzt zum Schluss machen muss, müssen wir jetzt zuerst machen. So, und zwar halt in den Raum hier rein. Ach du Scheiße. Was? Oh! Okay, krass. Alter, auf so engem Raum, was soll denn das? Voll gemein, oder? Okay, aber mein treues Langschwert, Alter, hat richtig reingehauen. Sehr geil. Guck mal, da zittert der Gorone. Tollen Fünfer. Hallo? Bitte friss mich nicht. Bitte. Okay, Alter, Langschwert killt richtig geil. Warum konnte ich denn jetzt das olle Ding nicht betäuben? Na gut, okay, dann bleibt's erstmal dabei. So, ich glaube, ich muss einfach nur. Oh, frisch. Hier ist ja Schlüssel, genau, ich muss aber einfach nur hier hoch. So. Ja, das ist doch hier auch gemein. Ich glaube ja echt tatsächlich. Hier ist jetzt kein Weiterkommen ohne. Ohne das Feuerentfernung tatsächlich. Vor allem richtig cool. Guck mal hier, eine Fackel ist hier aus. Hier sind nämlich noch andere Fackeln, die an sein müssen. Na gut, okay. Probier's mal aus, ne? Schön in der Mitte! Dass ich hoffentlich auch alles erwische. Oh yeah! So. Cool! Jupp, alles ist an. Auch die Fackeln sind an. Und hier brauche ich schon den Hammer? What? Okay. So, spiegelverkehrt heißt es, ich bin jetzt hier in dem Raum mit Darunia, ne? Mit da. Oh! Leunenstatue Darunia. Oh, was bist du es, Marcel? Du hast mich wiedererkannt. Das ist ja geil. Ich werde vorgehen und den Drachen aufhalten. Du bist ja mutig. Und eigentlich kann der Drache nichts gegen dich machen. Gut, er kann dich vielleicht fesseln und ein bisschen würgen, aber du bist ja aus Stein, ne? Also kein Problem. Das wird nicht leicht. Ich versuche trotzdem mein Bestes. Ich könnte dir zwar den großen Schlüssel geben, aber nö. Warte mal, Darunia, warte mal. Hast du den großen... Hat Darunia den Master Key? Darunia ist einfach ohne Master Key durch die Tür gegangen. Wer... Alter, was für ein Plothole. Warum kann der das und ich nicht? Nun gut. Hoppala. So, dann wisst ihr, ich will mir mein Schwert aufheben. Weil es geht halt wirklich kaputt nach einer Weile, ne, das Langschwert. Aber... Das wäre doch mal eine Challenge. Alter, so das ganze Spiel ab dem Punkt, wo man das Langschwert kriegen kann, das Langschwert dann gleich kaputt machen und dann mit zerbrochenem Langschwert spielen. Weil du kannst ja dann noch angreifen mit dem Ding. Tatsächlich. So, was sind das jetzt hier für Quatsch? Ich bin falsch gelaufen, glaube ich. Obwohl, ja, dann halt einfach mal... Einfach mal aktivieren. Und... Yeah! So, kann aber sein, dass... So. Ich glaube, die geht mittlerweile wieder aus, glaube ich. Deswegen einfach mal, Oh Gott. Hey, es hat geklappt. Okay, wo ist jetzt noch eine? Da... Babum. Ich glaube, da... War die nicht sogar da oben in der Kiste drin? Oh Gott. Dann geht die Fackeln wieder aus? Ja, toll. Na, klasse, ey. Oh, das war ja so was Ätzendes hier. Ja, okay, gut. Wenn ich keine Magie mehr habe, dann bin ich wohl... Gearscht. Die Musik ist so geil. Bum, bam, ba, bum. Ja, kann nicht deren Ernst sein, ey. Ich glaube, in den Kisten ist hoffentlich noch Magie drin, ne? So. So. Komm schon, Mana, Mana. Yeah. Und Pfeile. Nun gut. Ich glaube, hier irgendwo in der Kiste war einfach nur eine Fackel drin, ne? Und deswegen, ja. Ja. Und...
Jawohl. Okay. Also jetzt nochmal. Oder war das einfacher? Wenn ich jetzt hier einfach so ein Ding an so ein Feuerentferno mache und von hier aus baller? Ich glaube, das wäre besser, ne? Geht das überhaupt? Wartet mal. Ich glaube, das ist immer so blöd. Ich glaube, von hinten wäre besser gewesen. Ich glaube, von hier habe ich nicht so einen guten. Oder? Ich probiere einfach mal. Und hoffe, dass dann oben die Fackel hoch angeht. Oh yeah! So. Ja, okay, ist angegangen. Hab's gehört. Cool, Mann. Okay. Einfach daneben geschossen. Aber das Feuer hat so eine Reichweite. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Hallo? Achso, ich glaube von oben einfach. Das mache ich jetzt noch schnell. Und dann ist auch wieder Feierabend für heute. Ich muss echt von hier wieder zurück. Aber das geht's nicht. So. Upsala. Okay. Gott, ey, wieder sind alle Corona eingesperrt und der hat jetzt einfach nur den Key. Und dann gibt's tatsächlich recht früh am Anfang des Spiels den Hammer. Habt ihr gesehen? Also kommen wir ja nicht weiter. So, hier ist gar kein Corona drinne. Ausgeflogen. So, Leute, sehr, sehr schön. Badam-bam-bum. So, hier müssen wir erst später wieder hin, wenn wir den Master Key haben. Hab's in dem Badum. So. Okay, aber Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit. Hoppala. So, muss ich wieder ins Feuer rennen. Gibt's irgendwie Herzen? Nee, aber Mana ist cool. Komm schon, ich brauche ein Herz, Mann. Was zum. Wieso kriegt denn jetzt hier Mana andauernd? Na, ist egal. Leute, bis zum nächsten Part von Ocarina of Time Master Quest. Ciao!